Hallo Leute und herzlich willkommen zur dritten Aufnahme Let's Play Payday 2. Jetzt wollte ich schon wieder fast Blacklight sagen. Ja, ich bin immer noch im falschen Film, aber im richtigen Spiel. Wie immer mit zusammen mit Carsten. Guten Tag. Guten Tag, Schrägstrich Forstek. Guten Tag. Willkommen bei Payday. Ja, wir werden wieder einen schönen, schnuckligen Diamantenraub begehen. Zusammen mit zwei völlig verblödeten KI-Spielern. Und werden versuchen, das Alarmsystem zu umgehen, was wir bis jetzt nicht geschafft haben. Vielleicht schaffen wir es ja diesmal. Aber auch nur vielleicht. Jetzt bin ich allzu optimistisch, aber ich sag mal nix, wir lassen uns überraschen. Man soll ja nicht von vornherein voreingenommen in so eine Mission reingehen. Man soll ja gucken, was passiert und alles auf einen zukommen lassen. Genau. Ja, von mir aus können wir loslegen. Gut. So. Diamond Store. Let's get rich, baby. Mal gucken, ob ich alles eingepackt habe. Hast du Munition mitgenommen? Ich habe Munition mitgenommen. Ah, sehr gut. Ja, sieht gut aus. Okay. Wir haben dieselben Waffen, ne? Fällt mir gerade auf. Oh, lustig. Ja. Ja. Sehr lustig. Okay, also wir machen es wieder einfach nur stürmen, aber ich weiß nicht, wer ruft denn da immer die Bullen? Oder warum geht der Alarm los? Gute Frage. Kann man da irgendwo den Alarm ausschalten in so einem Raum? Nee, ne? Ich weiß es nicht. Also ich weiß nur, dass im Laden, die Leute, die ganz normalen Leute, die können irgendwie die Polizei rufen. Mhm. Dann sind da noch Leute außerhalb des Ladens, die können es sehen und rufen dann auch die Polizei. Und Überwachungskameras sind da. Was ist da noch? Weiß ich gar nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, was da noch da sein könnte. Na gut, dann versuchen wir es einfach mal so. Also fast dieselbe Taktik wie letztes Mal. Einfach stürmen. Here we are. Get in there and get me the required amount. We go in quiet and go out with a boom. An einer Seite war ja dieser kleine Raum. Ach, das ist dieser Diamantenladen, okay. Das ist jetzt eine andere Form von dem, die wir letzte Mission hatten. Das ist, ihr seht, ein ziemlich nobles Diamantengeschäft in der noblen Ecke dieser Stadt hier. Genau, hier. Du gehst irgendwie so komisch. Du immer kurz, langsam, schnell. Ist ja irgendwo ein Wachmann? Nee, aber hier ist eine Zivilistin, die können wir jetzt direkt mal außer Gefecht setzen. Doch, oh, mehrere Zivilisten. Mehrere? Ja, ich gehe da hinten zu dem. Oh, hier kommen gerade zwei auf mich zu. Ja. Soll ich den hier außer Gefecht setzen? Wen denn? Wen? Was? Ja, der guckt hier oben auf die Tür, ist das Problem. So, nö. Nee, den kann man so lassen. Okay. Gehen wir vorne rein, oder was? Erstmal hier die Seitentür. Ja, aber da sitzt direkt so ein Typ, ne? Den müssen wir sofort ausschalten. Ja, klar. Okay, dann legen wir mal los. Okay, let's roll. Let's break bad. Let's break bad. Dann breche ich mal ein. Was machen unsere zwei Kumpanen? Die stehen am Haupteingang, ne? Mhm. Wie lange brauchst du noch? Ah, ich sehe den Kreis. Ja. Okay. Die Überwachungskameras sind stillgelegt. F drücken mal die Kameras. Okay, ich kann jetzt in den Laden gucken. Irgendwas Besonderes? Irgendwelche Wachmänner oder sowas? Ich sehe keinen Wachmann. Aber ich kann nicht die gesamte Ladenfläche über durch. Warte. Ne.
Oh, ich glaube, hier kommt ein Wachmann rein. Oder? Nee, doch nicht, doch nicht. Alles gut, der steht aber hier vor der Tür. Das kannst du sehen. An oh, ja. Das sehen wir wegen den Kameras, oder was? Nee, glaube ich nicht. Ich kann ihn aber hier durch die Überwachungskameras nicht sehen. Ich glaube, der kommt aber auch nicht hier rein. Ist er weg? Der ist, glaube ich, wieder weg. Das Gute ist, dass der hier jetzt nicht mehr den Alarm auslösen kann. Genau. Oh, 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 Leute, Leute! Shit. Oh, das war knapp. Oh, yeah. Gehen wir hier raus? Die ist zu. Ich würde sagen, wir lassen erstmal. Oh, oh! Pass auf! Down! Down! Der ist ausgeschaltet. Dann müssen wir jetzt durch den Haupteingang, hilft nichts. Oder wir gehen hier. Nee, wir können auch hier die Treppe hoch. Genau, aber ich glaube, da waren ziemlich viele Passanten, oder? Nee, genau. Da ist nur einer da hinten, den kann ich auffesseln. Oh, siehst du? Down! Pass auf! Ja gut, dann holen wir uns erstmal. Down on the ground! Everybody on the ground! Get down on the ground! Down on the ground! Don't you dare move! Stay still! Okay, das sind ziemlich Don't viele. Don't move! Einen hab ich. So, hier sind noch zwei, die fessel ich gerade mal. Jo. So, die können nichts mehr machen. Okay, dann lass uns mal hochgehen. Gehen wir mal hier hoch. Da breche ich mal auch die Tür auf. So, die Kamera kann hier nichts mehr machen, weil wir ja in den Kameraraum eingebrochen sind. Genau, und der Typ sieht nichts mehr auf dem Bildschirm. Der sieht gar nichts mehr. Der sieht jetzt schwarz. Genau. Ihm wurde schwarz vor Augen. Er kippte von seinem Stuhl und fragte sich, warum ich. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir es hinkriegen. Also bis jetzt, ja, ich sag nix. Get down! And stay put! Ich fessel sie. Scheiße, ist funk. Beantworte. Beep. No, I'll get it. It's me, Steve. It's all fine. Good. Pass auf. Beantworte du mal. Ja. Weil meine Stimme kennen die schon. I mean, I didn't see him. Schade ist das. Fragezeichen da unten ist ein Fragezeichen, da unten ist ein Fragezeichen. Ja, das macht nichts. Oh, fuck! Watch out for the cops! Get down! Egal. Alter. Oh, wir haben uns solche Mühe gegeben. Ah, so ein Scheiß. Also ganz ehrlich, Leute. Sagt uns, was wir falsch machen. Ich blick es nicht. Ich habe zwar gesehen, dass da unten ein Fragezeichen ist, aber ich kann ja schlecht aufhören, den Funkspruch zu beantworten. Ansonsten wären wir auch aufgeschlossen gewesen. Hast du aufgehört? Was? Hast du aufgehört, den zu beantworten, oder? Nee, ich habe weitergehört. Aber da unten war halt irgendeiner, die hat ein Fragezeichen gehabt. Ah, Mist. Ah, das wäre so schön gewesen. Stay down! Schade. Stay down. So. Hier hilft ja nichts, wir müssen das Beste draus machen und das wäre jetzt einfach alles einsacken und abhauen. Genau. Das Doofe ist auch, dass das Fluchtauto wegfährt, wenn der Alarm losgeht. Ja, und dann erst wiederkommt nach einer gewissen Zeit. Ist halt ein bisschen Blade, aber hilft nichts. Oh, fuck. Das Coole ist, wie ich hier in Seelenruhe alles ausräumen kann und die Bullen kümmern sich einfach überhaupt nicht um mich. Schon ein bisschen lächerlich, aber egal. So ist das halt. Oh, was? Bist du getroffen? Wo kommen die denn her? Oh, nee, ey. Oh.
pass auf, ich bin schon wieder am Boden. Ja, ich. Oh, ich hab auch den. Mein Teamkameraden. Du lebst wieder, ja? Ja, ja, ich. Ich geh mal hoch, ob ein Tresor ist. Ja, wollte ich auch grad schon. Hier ist nämlich immer einer. Hab ihn. Setze Bohrer an. Achso, lass mich ihn noch ansetzen. Ich hab doch jetzt dieses komische Feature da. Achso, scheiße. Egal. Wie ich hier diese Straße aufräume. Sehr, sehr schön. Ich kümmere mich drum. Ich räume mir gerade übelst die Straße auf. Straße ist safe. Was schießt denn hier so einzelne Schüsse? Oh, was für den. Dieser scheiß Himmel ist voll durch meine Linse gelaufen. Oh, der Kackbohrer geht schon wieder. Was? Der Bohrer ist schon wieder. Ah, scheiße, ich hab keine Munition mehr. Ich hab noch, wenn du brauchst. Ich komm jetzt mal langsam hoch. Obwohl, ich bring schon mal Taschen zum Auto. Hilft ja nichts. Die Bullen machen gerade nicht besonders viel. Ich leg das mal hier in den Raum rein. Alter, oh, hier vorne, in der Eingangshalle. Ich liege in der Eingangshalle. Warte, ich komm. Danke. Wow. Zum Glück sind die so dämlich. Das war eine Flashbang. Oh, die wollen mit unserer Tasche hier wieder. Ja, schaffen wir aber nicht. Oh, schon wieder. Wo hast du die Munition hingelegt? Da oben ist es. Oben, oben. Augen zu und durch, würde ich mal sagen. Oh, wieso lieg ich denn ständig? Das gibt es nicht. Ich sag's dir, jetzt nächstes Mal packe ich meine Vollkörper. Und dann wird es erschossen.
So ein Fluchtauto bräuchten wir mal, das wäre doch mal geil. Nicht so ein scheiß Minivan, Alter. Oh, passt mehr rein. Ja, super. Oh, beim Minivan und ein paar Weißhelme. So, der Power dauert noch 44 Sekunden. Was geht denn? Brauch ein größeres Magazin, Alter. Diese 40 Schuss, 30 Schuss sind nervenvoll. Ich habe da keine Munition mehr. Ich auch nicht mehr. Alter, beim Minivan sind so viele Bullen. So. Das ist nicht wahr. Was? Im scheiß Safe liegt ein angebissenes Käsebrot. Ich werd bescheuert. Ist immer so, wenn man sich Mühe für irgendwas macht, dann... So, ich komm jetzt, bring die Taschen weg. Ich würde da unten vorsichtig sein, da unten sind so viele Gegner drin. Oh, meine Maus ist leer und ich stehe hier mitten auf dem freien Feld. Warte, ich komm. Oh, nee, also doch, da hast du gar nicht. Sorry, ich war im Chat-Modus. Ich war einfach nur mega irritiert. Schnell weg hier. Einfach nur weg hier, alles in Sicherheit bringen. Scheiß auf Verluste, scheiß auf die Tatsache, dass wir einfach durch Bullen durchlaufen. Oh, komm schon. Wow. Okay. Die Tasche liegt da noch. Nee, hab ich. Einfach zum Fluchtauto, würde ich sagen. So, haben wir alles? Ich glaube ja. Fantastic! Just fantastic! Oh, gut. Das war sehr lautlos. Ein scheiß Käsebrot lag da drin. Tja. Aber $344.000. $86.000 für uns. Yay! Yeah. Das ist doch mal geil. Da werde ich mir jetzt was Schönes von kaufen. Da werde ich jetzt mal schön shoppen gehen. Sachen überhaupt, nein. Geld zum Ausgeben 460.000. Wo steht denn das, wie viel du insgesamt hast? Ah, da unten 89. Unten links. Dann habe ich 89.000 irgendwas. Ah, jetzt kriegen wir wieder unsere Bonuskarte. Oh, in der Mitte war Geld. Ich will immer Geld haben. Kriege ich Geld. Was ist das von mir? Was ist das? Das ist ein Muster für dein... Für deine Maske. Ah, krass. Jetzt hast du so ein Jeans-Muster. Okay.
glaube, ich muss die aber anpassen, irgendwie so ein bisschen meine Maske. Ja, wohl. Ich stehe voll auf dieses komische Clownsgesicht. Inventar. Okay, gucken wir mal Maske. Soll ich die kaufen? Nee. Inventar sagt er mir auch, ich habe ständig was Neues. Und ich muss Panzerung, schwere ballistische Weste habe ich freigeschaltet. Das ist sehr gut. Primär, kann ich jetzt irgendwas kaufen hier? Langer Lauf habe ich. Das Ding habe ich doch gekauft gehabt oder nicht? Habe ich das wieder verkauft? Kann ich mir sowieso nicht leisten. Handgriff kann ich nicht. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Das Visier habe ich schon geschafft. Geht nicht. Hatte ich das nicht ausgerüstet? Ne, dann würde es ja stehen, ausgerüstet. Oder hatte ich das für die hier gekauft? Ne, hatte ich nicht. Komisch. Naja, wie auch immer. Tja, Leute, dann würde ich sagen, was ist für heute mit Payday? Ja. Die nächsten Tage werden viele neue Folgen Payday kommen. Und auch viele Folgen Skyrim. Mehrere hunderttausend. Ich werde alle Nebenquests spielen. Und überall hin zu Fuß gehen, ohne Schnellreisen. Das wird sich über Jahre hinziehen. Voll geil. Da habe ich was zu tun die nächste Zeit. Ja. Einfach abonnieren, reingucken. Die Playlists sind immer aktuell. Man seht hier immer, was ich gerade zocke. Mit wem ich es zocke. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Ja. War sonst noch irgendwas? Nö. Gut, wunderbar. Dann würde ich sagen, genug der vielen Worte. Bis zum nächsten Video. Tschüssi. Tschüss.